Schleichmichel stapfte aus der dunklen Höhle, in der er zusammen mit Grummel Griesgram hauste. Erstaunt blieb er stehen. Vor der Höhle stand etwas, das ungefähr so aussah wie ein Auto. Drumherum lagen hunderte von Einzelteilen im Gras. Und mitten in dem wüsten Durcheinander hockte Grummel Griesgram auf einem Benzinkanister und hämmerte auf einem Stück Blech herum. Grummelchen! Grummelchen! Was machst du denn da? Frag doch nicht so dumm, Schleichmichel! Ich möchte doch nur wissen, was das alles zu bedeuten hat. Was baust du denn da? Das sieht man doch! Nein, das sieht man nicht, aber lass mich mal raten. Das wird eine... Na? Eine Waschmaschine. Aha! Nein? Dann wird das vielleicht eine neue Traummaschine. Nein? Du Dummkopf, du! Aha! Jetzt hab ich's, Grummelchen. Das wird ein neues Auto. Ah ja, das sieht man nicht. Ja, magst du denn unser altes Auto nicht mehr? Das ist doch eine Klapperkiste. Was? Nicht mehr zu gebrauchen. Und außerdem war's schon immer viel zu langsam. Ich will ein richtig schnelles Auto haben. Ich verstehe. Du verstehst überhaupt nichts. Ich habe den Motor verbessert. Den Auspuff brauche ich nicht. Was? Aber du darfst doch nicht ohne Auspuff fahren. Das ist ganz wichtig. Ohne Auspuff macht ein Auto viel zu viel Lärm und Schmutz. Ausgezeichnet. Ja. Ein lautes Auto ist ein gutes Auto. Ja, und der Schmutz? Hey, wieso schüttest du das alte Öl einfach auf den Boden? Das geht doch nicht. Ach, was du immer hast. Das macht doch nichts. Das bisschen Öl. Sieh dir lieber mein Auto an. Es ist das beste Auto, das ich mir denken kann. So, und jetzt pass mal auf. Nein, das ist zu laut. Unsinn, das ist genau richtig. Ja, und es stinkt auch so. Sieh doch die Qualmwolken, die aus dem Auspuff kommen. Das stinkt nicht, das duftet. Ein wundervolles Auto. Nicht weit entfernt im Regenbogenland war alles friedlich und schön. Die Vögel sangen voller Lebenslust, die Blumen streckten die Blüten der warmen Sonne entgegen. Regina Regenbogen und Maria Mandarina saßen am Fluss und schauten den Libellen zu, die über dem Wasser tanzten. Sieh mal, Regina, die Libelle funkelt in allen Farben, wie unsere Zauberkristalle. Von denen wir fast überhaupt keine mehr haben. Die Sternwichte werden schon noch welche finden. Hoffentlich bald. Was ist das? Gibt es ein Gewitter? Nein, das ist ein Auto. Ein Auto ohne Auspuff. Oh, da ist es wieder. Es scheint hierher zu kommen. Oh, vorsichtig, pass auf, dass du nicht überfahren wirst. Ja, es kommt genau auf uns zu. Ins Wasser, schnell, hier vorne ist es ganz flach. Oh. Dieser verrückte Pferd wäre ja ganz allein auf der Welt. Und überhaupt, was hat er hier im Limmertal zu suchen? Hier dürfen keine Autos fahren. Richtig, es gibt ja nicht einmal Straßen, nur ein paar Feldwege. Oh, wie das stinkt. Der zieht eine ganze schwarze Wolke hinter sich her. Oh, das ist ja schlimmer, als wenn Grummel Griesgram mit der Graukanone geschossen hätte. Grummel Griesgram? Natürlich, das war Grummel Griesgram. Meinst du wirklich? Ja, niemand sonst würde mit so einem Auto fahren. So ein Schmutzfink. Fährt ohne Auspuff und bläst zu viel Dreck in die Luft. Bitte wirf ein paar Zauberkristalle. Ich kriege keine Luft mehr. Hoffentlich helfen sie. Ja, wenigstens ein bisschen. Aber nicht genug. Oh, wie kommt das? Ich weiß nicht.
Vielleicht ist etwas besonders Giftiges in dem Benzin. Oder es sind zu wenig. Ich versuch's nochmal. Es geht schon besser. Aber immer noch nicht genug. Ich möchte wirklich wissen, was Grummel Griesgram in sein Benzin getan hat. Sternschnupp, gut, dass du kommst. Guten Morgen, meine Lieben. Ihr seht ja gar nicht fröhlich aus. Ach, und wie das hier riecht. Lasst uns hinterherreiten. Ich muss mit Grummel reden. Wir müssen uns beeilen. Er hat ein sehr schnelles Auto. Oh, es ist nicht so schnell wie ich. Denn ich bin das schnellste Pferd im ganzen Universum. Regina stieg auf den Rücken des schönen Pferdes und dann ging es los. Schneller noch als der Wind. Sie galoppierte auf den Regenbogen hinauf und schon bald konnte Regina den kleinen Bösewicht sehen. Er stand mit seinem Auto mitten auf einer großen Lichtung. Sternschnuppe, da ist er! Ja, ich sehe ihn. Gleich sind wir da. Der Regenbogen ist zu Ende und jetzt... Grummel Griesgram! Ach, Regina, Regenbogen! Das hätte ich mir denken können. Was willst du? Mit dir reden. Ach, worüber denn? Über mein neues Auto? Hä? Toll, nicht? Aber gib dir keine Mühe. Ich verkaufe es nicht. Ich will dein Auto nicht kaufen. Es ist viel zu laut und zu schmutzig. Aber das ist ja gerade das Schöne daran. Wenn die ganze Welt so wird, wie du willst, dann können die Pflanzen nicht mehr leben. Und wenn die nicht mehr leben können, dann können wir es auch nicht. Und du auch nicht. Ach, das ist doch dummes Gewäsch. Davon will ich nichts hören. Das geht mich nichts an. Außerdem gibt es so viele Pflanzen, dass ruhig ein paar davon sterben können. Es bleiben immer noch genug übrig. Nein, warte, bleib hier. Grummel, nein, fahr nicht weg. Das hat keinen Sinn, der will nicht hören. Aber er muss doch. Sieh dir doch den Qualm an. Man kann ja kaum atmen. Regina, deine Zauberkugel, sie hüpft davon. Ja, sie hat sich aus meinem Gürtel gelöst. Schnell hinterher. Bestimmt will sie uns jemanden zeigen, der unsere Hilfe braucht. Oh, das werden wir schnell haben. Halte dich fest. Da ist die Kugel, bei den Bäumen. Tatsächlich, sie rollt nicht weiter. Aber ich kann niemanden sehen. Ich auch nicht. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Ein Windstoß. Was für eine Wohltat. Oh ja, gerade zur rechten Zeit. Ich dachte schon, ich ersticke. Was war denn das? Sternschnuppe, hast du gesprochen? Ich? Oh nein, ich doch nicht. Ich habe eine wohlklingende Stimme. Sie hört sich viel angenehmer an. Hast du das vergessen? Ja, aber wer war denn das? Kleines Mädchen, wir waren es. Das kommt von dort. Jemand versteckt sich hinter dem Baum. Sieh mal, da liegt ja auch die Zauberkugel. Jetzt löst er sich auf. Das ist das Zeichen, dass wir am Ziel sind. Lass uns nachsehen, Sternschnuppe. Hier ist niemand, Regina. Seltsam, ich habe die Stimmen ganz deutlich gehört. Ich habe ja auch laut genug gesprochen. Sternschnuppe, das kam direkt aus dieser Fichte. So ist sie eben, unsere gute Fichte. Immer ein wenig geschwätzig. Riesengroß, aber geschwätzig. Oh, das war die Eiche. Jetzt hat das Mädchen es endlich begriffen. Was für ein kluges Kind. Ein Baum, der sprechen kann? Nur einer? Hast du vergessen, dass die Buche und ich auch etwas gesagt haben? Sternschnuppe, habe ich richtig gehört? Die Bäume sprechen. Jawohl, aber nicht von mir, dem schönsten Pferd des ganzen Universums. Wer seid ihr? Ich bin die Fichte. Ich die Buche. Und mich kennt jedes Kind. Ich bin die Eiche. Und alle zusammen sind wir die Zirkuskinder. Die Zirkuskinder? Aber wieso denn? Ihr seid doch Bäume. Riesengroße Bäume. Es ist schon lange her. Da war
ein Zirkus hier bei uns. Direkt zu unseren Füßen. Wir konnten alles sehen, was geschah. Wir sahen die Pferde, die Löwen, die Affen, die Kinder, die Clowns, die Jongleure und Akrobaten, die Seiltänzer, Feuerschlucker und Messerwerfer und... den Zirkusdirektor. Ach, wir sahen alles. Wir waren immer dabei. Ja. Wir fühlten uns so, als gehörten wir dazu, als wären wir Kinder vom Zirkus. Oh, es war eine wundervolle Zeit. Es war die schönste Zeit unseres Lebens. Viele Besucher kamen. Ach, was haben wir alles erlebt. Ja, noch heute träumen wir davon, dass der Zirkus zurückkommt. Oh, ja. Aber es sind so viele Jahre vergangen und nichts ist geschehen. Nur ein paar stinkende Autos sind vorbeigebraust. Heute knatterte eines vorbei, das schlimmer war als alle anderen. Mhm. Und das macht euch Sorgen? Du bist ein wirklich kluges Kind. Und vernünftig scheinst du auch zu sein. Immerhin bist du mit einem Pferd gekommen und nicht mit einem Auto. Das lässt hoffen. Mhm. Eigentlich haben wir ja nichts gegen Autos. Sie dürften nur nicht so viel Lärm machen und so viel Dreck von sich schleudern. So wie dieses stinkende Ungeheuer vorhin. Schrecklich. Es hat Öl verloren, das im Boden versickert. Mhm. Weißt du, was das bedeutet? Ich glaube, das ist nicht angenehm für euch. Nicht angenehm? Nun hört euch das an. Nicht angenehm? Möchtest du zum Frühstück stinkenden Fisch? Oder verschimmelten Käse? Oder zum Abendbrot verfaulte Eier? Igitt, nein. Aber du meinst, stinkendes Öl sei nur nicht angenehm für uns. Nicht angenehm. Ja. Wo schon der Boden so sauer ist, dass mir übel wird. Oh, pfui Teufel. Mir tun die Wurzeln weh. Einige sind schon abgestorben. Dabei stehen wir unter Naturschutz. Ja. Aber was hilft das schon? Darum kümmert sich keiner. Keiner. Es tut mir leid. Es tut ihr leid. Es genügt nicht, dass es dir leid tut. Du solltest etwas tun. Ja, gern, aber was? Ja, vielleicht helfen deine Zauberkristalle. Das ist eine gute Idee. Ich will es versuchen. Oh, sie funkeln und leuchten. Ja, aber leider verändern sie gar nichts. Du musst ein bisschen Geduld haben. Das geht nicht so schnell. Die Kristalle müssen erst einmal in den Boden eindringen. Wer kann uns schon helfen? Ja. Nun gut, wir nehmen es dir nicht übel. Aber die Zauberkristalle haben schon oft geholfen, ehrlich. Du hast es versucht. Sie scheinen dir nicht zu glauben. Ihr Zirkuskinder, hört doch. Es tut mir leid, dass ich nur so wenig Kristalle habe. Sie antworten nicht. Eine recht eigenwillige Bande, findest du nicht? Bitte antwortet mir, ich möchte euch helfen. Regina, jetzt können wir nichts tun. Wir werden später wiederkommen, wenn die Kristalle gewirkt haben. Ja, dann müssen Sie mir glauben. Regina kehrte zu ihren Freunden ins Regenbogenland zurück und erzählte, was sie erlebt hatte. Katrin Kleeblatt, Nina Nachtigall, Sabine Sonnenstrahl, Richard Rosenherz, Bubi Blauschuh, Viola Veilchenscheu, Maria Mandarina, Sandra Silbermond und Penny Popperpink, die Sternwichte, die Hütchenwichte und die Babywichte ließen sich kein Wort entgehen. Bäume, die sprechen konnten? So was hatte man ja noch nie gehört. Nicht zu fassen. Bäume, die sprechen? Und was haben sie noch gesagt? Ob es ihnen wirklich so schlecht geht? Ja, das glaube ich. Sonst hätten sie es bestimmt nicht gesagt. Die Zauberkugel hat dich zu ihnen geführt, wie ich das finde. Aber die Zauberkristalle konnten ihnen nicht helfen? Jedenfalls nicht gleich, Maria. Wir müssen Geduld haben. Können wir denn sonst nichts tun, Regina?
Doch, wir dürfen nicht zulassen, dass Grummel Grießkram so einen Schaden anrichtet. Ich will zu ihm. Wer kommt mit? Ich bin dabei. Ich würde auch gern mitkommen. Ich auch. Von mir aus kann es sofort losgehen. Ich auch. Na, ist doch klar. Wir lassen dich nicht alleine. Wir sind auch dabei. Danke, danke. Aber es genügt, wenn Richard und Sandra mitkommen. Und je, und je. Und ich? Dich nehme ich natürlich mit, Weißwirbel. Was sollte ich denn ohne dich tun? Sternschnuppe konnte sie alle mühelos tragen. Das schöne Pferd galoppierte über den Regenbogen und war schon bald in der Nähe von Grummel Griesgrams Höhle. Es trabte noch langsam ein bisschen weiter und blieb schließlich im dichten Gebüsch stehen. Was ist los, Sternschnuppe? Da vorne ist Grummel. Oh je, oh je. Hoffentlich hat er uns nicht gesehen. Wir steigen ab und schleichen uns näher ran. Leise. Was macht er da? Er bastelt an seinem Auto. Da kommt Schleichmichel. Psst. Grummelchen, was willst du denn noch? Dein Auto ist doch sehr schnell. Aber nicht schnell genug. Ich habe einen Turbolader, ein Turbolader eingebaut. Ha? Und damit ist es noch schneller? Damit hat der Motor noch viel mehr Kraft. Pass mal auf! Nein, 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 nicht starten, bitte, bitte! Hört sich das nicht gut an? Ich kann überhaupt nicht hören. Der Motor ist zu laut. Und ab geht die Post! Seht euch die Rauffahne an. Es ist ja nicht zum Aushalten. Was höre ich denn da? Ist da jemand? Ja, wir sind es, Schleichmichel. Was macht ihr denn hier? Grummels neues Auto ärgert uns. Grummel Grießkram macht alles schmutzig damit. Sieh nur, was es für einen Qualm ausstößt. Und Öl hat er auf den Boden geschüttet. Weißt du nicht, dass es bis in das Grundwasser sickert und das Wasser verdirbt, so dass man es nicht mehr trinken kann? Ja, ich weiß das. Aber Grummel Grießkram lässt nicht mit sich reden. Was soll ich denn da tun? Er will sein Auto so haben und nicht anders. Ich glaube, er kommt zurück. Nein, das ist nicht sein Auto. Es ist viel zu leise. Jetzt kann man es sehen. Wer das wohl ist. Guten Tag. Könnt ihr mir sagen, wo ich Grummel Grießkram finde? Ja, eigentlich hier, aber... Er ist gerade weggefahren. Ich komme vom Straßenbauamt. Wir wollen eine neue Autobahn bauen. Eine Autobahn? Ja. Und die führt hier vorbei? Naja, nicht direkt. Grummel Grießkram war bei uns und hat uns überzeugt, dass es viel besser ist, wenn die Autobahn mitten durch das Regenbogenland führt. Also fangen wir beim Glimmertal an. Wie bitte? Durch unser Regenbogenland? Hat er das wirklich gesagt? Oje, oje, oje. Das kann doch nicht sein. Das wäre ja schrecklich. Das schöne Glimmertal. Ja, das hat er gesagt. Und deshalb muss ich mit ihm reden. Ich habe da noch ein paar Fragen wegen des Regenbogenlandes. Das geht ihn gar nichts an. Das Regenbogenland gehört uns und wir wollen nicht, dass eine Autobahn durch unser Land gebaut wird. Oje, oje, nein, auf keinen Fall. Tatsächlich? Ihr wollt es nicht? Das macht die Sache schwierig. Aber irgendwo müssen wir die Autobahn bauen. Dann baut sie auf der anderen Seite vom Tal. Das können wir nicht. Das Gebiet dort drüben steht unter Naturschutz. Wir geben unser Regenbogenland jedenfalls nicht her. Aber wir bezahlen ja dafür. Das ändert nichts. Also das ist nun wirklich seltsam. Alle wollen Auto fahren, aber niemand will, dass neue Straßen gebaut werden. Wir haben gar nichts gegen neue Straßen. Aber wir wollen sie nicht bei uns haben. Das Regenbogenland braucht keine Straßen. Im Regenbogenland herrschte große Aufregung. Bis in den späten Abend hinein sprachen die Regenbogenkinder über die Autobahn, die gebaut werden sollte. So kamen sie alle erst spät ins Bett. Früh am nächsten Morgen schreckte Richard sie auf. Aufstehen! Alle aufstehen! Hoch, ihr Schlafmützen! Oh, was ist denn los? Machst du so einen Lärm? Ich bin auch so müde. Ich will schlafen. Oh, muss das denn sein? Hoch mit euch. Und vor allem Fenster auf.
Guten Morgen, meine Lieben. Richard, was ist los? Leute vom Straßenbauamt sind da. Sie wollen das Land vermessen. Was? Das Land vermessen? Wieso denn? Für die Autobahn. Was? Die Autobahn? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Oje, oje, wo sind sie? Das werdet ihr sehen, wenn ihr rauskommt. Los, beeilt euch. Im Nu waren alle Regenbogenkinder raus aus den Betten. Sie machten schnell Katzenwäsche, putzten die Zähne, zogen sich an und liefen nach draußen. Und die Stern- und Hütchenwichte mit ihnen. Die Landvermesser waren schon mitten im Regenbogenland angekommen. Wo sind die Landvermesser? Da drüben, am Eingang des Tals. Tatsächlich. Kommt, wir gehen hin. Sie haben hier nichts zu suchen. Es sind drei Männer. Was können wir gegen die tun? Ich fürchte, wir können gar nichts machen. Mit einem Huftritt werfe ich sie raus. Ihr braucht es bloß zu sagen. Aber Sternschnuppe, das schönste Pferd im Universum sollte auch das friedlichste sein. Oh, das bin ich auch. Was kann ich dafür, wenn die mir genau vor die Hufe fallen? Hallo, guten Morgen. Moin, moin. Na, ihr seid ja eine fröhliche Gesellschaft. Ganz anders, als Grummel Grieskram euch beschrieben hat. Seltsam, hm? Ganz anders. Tatsächlich? Was hat er denn über uns gesagt? Na, dass wir vorsichtig sein sollen, wenn wir hier arbeiten, weil ihr furchtbar böse werden könnt. Da hat er recht, wir können wirklich sehr böse werden. Wir wollen keine Autobahn. Und auch keine Landvermesser. Aber wir richten doch keinen Schaden an. Wir vermessen nur die Strecke. Aber das wollen wir auch nicht. Das wollt ihr nicht? Na, das ist ja seltsam. Alle wollen doch eine Autobahn. Und ihr nicht? Sehr eigenartig. Hm. Aber wir können nichts daran ändern. Grummel Grieskram sagte aber... Da kommt er ja. Wir können ihn gleich fragen. Seht euch bloß an, wie sein Auto qualmt. Ist ja furchtbar. Das seid ihr, ja. Die Regenbogenkinder und Sternschnuppe, der hässlichste Gaul, den die Sonne je gesehen hat. Wie bitte? Was höre ich da? Ein Tritt mit meinen Hufen und dein Auto ist der schönste Trümmerhaufen, den es je gegeben hat. Sternschnuppe nicht. Wenn Grummel böse ist, dann müssen wir es nicht auch sein. Grummel Grießkram, was hast du getan? Ich? Gar nichts. Aber ich werde gleich was tun. Ich schieße mit der Graukanone auf euer... auf das Regenbogenland. Und dann wird alles grau. Ich schieße mit der Graukanone auf euer... auf das Regenbogenland. Das tust du nicht. Du hast deine Graukanone ja gar nicht mehr. Ich habe sie nicht mehr. Dann passt mal auf. Der Auspuff von meinem neuen Tabuluder-Auto ist wie eine Graukanone. Achtung! Es geht los! Mach den Motor aus! Oh nein! Oh je, alles wird grau und hässlich. Meine Blumen gehen ein. Schnell, wirf ein paar Farbkristalle. Vielleicht können wir noch etwas retten. Ja. Ich habe nicht mehr viele Kristalle, aber vielleicht sind es ja genug. Aber es genügt, siehst du? Die Blumen erholen sich schon wieder. Die Sternwichte haben in letzter Zeit keine Kristalle mehr gefunden. Hoffentlich haben sie bald mehr Erfolg. Oje, oje, Richard, wir hatten noch Ferien. Ja, aber die sind nun vorbei, Weißwirbel. Hast du das vergessen? Eigentlich ja, ein bisschen, ein kleines bisschen nur. Ist das schlimm? Nein, gar nicht. Wir haben ja auch nicht daran gedacht. Also ihr seid ja richtig nett. Ganz anders, als Grummel Grieskram erzählt hat. Seltsam. Ja, sind wir. Und deshalb könntest du eigentlich aufhören zu vermessen. Ja, das kann ich leider nicht entscheiden. Da müsst ihr den Bürgermeister fragen. Den Bürgermeister sollen wir fragen? Ja, den Bürgermeister. Der hat den Auftrag dafür gegeben. Also gut, wir gehen gleich hin.
Während die Stern- und die Hütchenwichte in das Bergwerk gingen, um neue Farbkristalle zu holen, zogen die Regenbogenkinder in die Stadt, um mit dem Bürgermeister zu sprechen. Ihre Ankunft hatte sich schnell herumgesprochen und viele Kinder liefen zum Rathaus, um sie zu sehen. Und das ist Sternschnuppe. Ja. Die ist wirklich schön. Ja. Oh. Das schönste Pferd im Universum. Da ist ja auch Sandra. Ich mag Richard am liebsten. Oh, das gefällt mir. Alle Kinder finden mich schön. Regina, da ist eine Zeitungsreporterin. Ich glaube, sie will mit dir sprechen. Regina. Hallo, willst du Bilder für die Zeitung machen? Das auch, aber ich möchte wissen, warum ihr in die Stadt gekommen seid. Ist es wegen der Autobahn? Wir wollen zum Bürgermeister. Er darf das Regenbogenland nicht zerstören. Nein, das wäre wirklich schade, aber wie wollt ihr das denn verhindern? Uns wird schon etwas einfallen. Na, ich hoffe, ihr habt Erfolg. Darf ich Fotos machen? Natürlich, vielleicht hilft es uns. Das glaube ich eigentlich nicht, aber wir können es ja versuchen. Wenn die Autobahn nicht durch das Regenbogenland führen soll, wo soll sie denn dann gebaut werden? Das wissen wir doch nicht. Von uns aus können die Autos über den Regenbogen fahren. Bloß das nicht. Das wäre ja noch schlimmer. Oh, sollte ja nur ein Witz sein, Richard. Bitte seid still. Da kommt der Bürgermeister. Regina Regenbogen, meine lieben Freunde. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Wir sind gekommen, um... Aber Regina, bitte, bitte. Ich weiß doch, weshalb ihr hier seid. Dann ist es ja gut. Wir möchten nämlich nicht, dass... Aber natürlich nicht, Regina. Das wäre ja auch schrecklich. Das schöne Regenbogenland. Dann geht die Autobahn nicht durch das Regenbogenland? Aber Regina, mein liebes Kind, natürlich kann man das nicht so ohne weiteres sagen. Da sind viele Dinge zu bedenken. Ja. Aber nun macht euch mal keine Sorgen, es wird schon alles in Ordnung kommen. Wir möchten ja nur nicht, dass... Aber wir sind doch keine Unmenschen. So, und nun entschuldigt mich, ich habe leider keine Zeit mehr. Aber es war mir sehr wichtig, mit euch zu sprechen, ja? Aber Herr Bürgermeister, wir... Na, dann ist ja alles klar. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Auf Wiedersehen. Und kommt ruhig zu mir, wenn ihr mal wieder Sorgen haben solltet. Ich habe immer ein offenes Ohr für euch. Herr Bürgermeister... Der lacht nur freundlich. Aber er hilft uns ganz bestimmt nicht. Niedergeschlagen kehrten die Regenbogenkinder aus der Stadt zurück. Kurz vor dem Glimmertal machten sie eine Pause. Sie setzten sich ins Gras, direkt unter den drei Bäumen, die sich die Zirkuskinder nannten. Es war alles umsonst. So retten wir unser Regenbogenland nicht. Nein, wir müssen uns irgendetwas anderes ausdenken. Aber was denn? Wir können gar nichts tun. Der Bürgermeister hat nicht mal richtig zugehört. Und Grummel Griesgram freut sich. Das Regenbogenland wird zerstört. Das wollte er ja nur. Oh, seht euch das an. Wo der fährt, gehen alle Blumen kaputt. Der Verein der Trauerklöße. Freut euch doch über die schöne Autobahn. Wenn sie fertig ist, dürft ihr alle mit mir fahren. Hau bloß ab. Ich werfe meine letzten Zauberkristalle. Hoffentlich bringen uns die Wichte bald neue. Ja, sie helfen. Sie machen die Luft ein bisschen sauberer. Aber gegen die Autobahn helfen sie leider nicht. Oh. Mehr, Regina. Viel mehr. Wie? Was? Wer war das? Ich, die Buche. Hast du mich schon vergessen? Nein, natürlich nicht. Ihr seid die drei Zirkuskinder. Die seltsamsten Zirkuskinder, die ich kenne. Die Zauberkristalle haben uns geholfen. Meinen Wurzeln geht es schon ein bisschen besser. Meine stecken zu tief im Boden. Ach, leider. Ich spüre überhaupt nichts von den Kristallen. Dabei sollten sie so angenehm sein. Sehr angenehm. Das sind sie wirklich.
Aber es geht uns trotzdem nicht gut. Eigentlich sind wir ein bisschen wütend. Weil alles so schmutzig ist. Gerade jetzt merke ich, dass Öl im Grundwasser ist. Abscheulich. Aber daran seid ihr ja nicht schuld. Nein, Grummel Griesgram ist der Bösewicht. Er hat Schuld. Könnt ihr denn gar nichts gegen ihn tun? Wir haben ja schon alles versucht. Jetzt wissen wir einfach nicht mehr weiter. Die Autobahn wird wohl gebaut werden. Ja, alle wollen auf der Autobahn fahren. Und die Züge sind leer. Seid ihr schon mal mit dem Zug gefahren? Ja, schon einige Male. Ach, das wird uns nie vergönnt sein. Höchstens als Brennholz. Ruby! Wie kannst du sowas sagen? Das sollte nur ein Scherz sein. Entschuldigung. Hört ihr, Zirkuskinder, Bubi hat es nicht so gemeint. Er entschuldigt sich dafür. Ja, bitte. Ich habe es wirklich nicht so gemeint. Ich bin immer ein bisschen vorlaut, wisst ihr? Entschuldigung. Bitte sag doch was, bitte. Sie schweigen. Sie sind uns böse. Warum hast du sowas Dummes gesagt, Bubi? Es tut mir wirklich leid. Ich komme später wieder hierher und bringe den Bäumen Zauberkristalle. Damit sie sehen, dass ich es gut meine. Darf ich, Regina? Das ist eine gute Idee, Bubi. Kommt jetzt, wir müssen nach Hause. Grummel Griesgram hatte so gute Laune wie schon lange nicht mehr. Den größten Spaß machte ihm sein neues Auto. Außerdem freute ihn, dass sich Regina Regenbogen und ihre Freunde so sehr über ihn ärgerten. Fröhlich winkte er Schleichmichel zu, als er zu seiner Höhle zurückkam. Schleichmichel! Huhu! Motor aus! Warum denn so aufgeregt, Schleichmichel? Weil ich nicht mit dir reden kann, wenn dein Auto so laut knattert. Das hält ja niemand aus. Und jetzt komm endlich, das Essen ist fertig. Oh, das Essen ist fertig? Ja. Oh, das ist gut. Ich habe Hunger, großen Hunger. Was gibt es denn? Forellen, frisch gefangene Fische. Ich habe sie selbst im Fluss geangelt. Forellen, meine Lieblingsspeise. Ja. Lass uns gleich anfangen. Ja, es liegt schon alles auf dem Tisch. Du brauchst dir nur noch die Hände zu waschen. Was? Hände waschen? Nun werde nicht ungezogen. Willst du mir den Appetit verderben? Ich esse so, wie ich will. Na gut, du musst es ja wissen. Dann guten Appetit. Danke. Ja. Schmeckt es dir? Was ist denn das? Die Fische schmecken ja scheußlich. Oh, nur ein bisschen nach Öl. Ein bisschen? Ja. Die sind ungenießbar. Hey, hast du sie in Öl getaucht? Nein, nur aus dem Fluss gezogen. Aber der ist ein bisschen schmutzig, weil du Öl auf den Boden geschüttet hattest. Lüge! Sowas würde ich nie tun. So, es reicht. Ich esse woanders. Aber Grummelchen, das bisschen Öl, das hast du doch selbst immer gesagt, das macht doch nichts. Zurück im Regenbogenland tat es Bubi sehr leid, dass er eine so unpassende Bemerkung zu den Bäumen gemacht hatte. Deshalb machte er sich bald auf den Weg, um ihnen Zauberkristalle zu bringen, um sie zu versöhnen. Viel schneller als erwartet kehrte er von dort zurück. Lass mich! Komm, du bist da. Regina, Regina! Bubi, bist du schon zurück? Regina, sie fällen die Bäume. Was? Du meinst doch nicht die sprechenden Bäume, die Zirkuskinder? Nein, die nicht. Aber die Bäume am Eingang vom Glimmertal. Ganz viele Arbeiter sind da. Sie sägen die Bäume ab. Oje, oje, oje. Oh, wie ich das finde.
Sie fangen an, die Autobahn zu bauen. Kommt alle mit, schnell! Jetzt ist es zu spät. Wahnsinn, Wahnsinn! Da sind sie! Vorsicht, der Baum fällt um! Einfach abgesehen. Und nicht nur ihn, Katrin. Die vielen anderen auch. Jetzt kann man schon erkennen, wohin die Autobahn führen soll. Genau durch das Regenbogenland. Sie haben es schon fast erreicht. Können wir denn gar nichts dagegen tun? Ich weiß auch keinen Rat mehr, Katrin. Die dürfen ja nicht fehlen. Da kommen Grummel, Grießkram und Schleichmichel. Na, was sagt ihr nun? Es geht schnell voran mit der Arbeit. Grummel Grießkram, du bist an allem schuld. Natürlich bin ich das. Ich brauche doch eine Rennbahn für mein neues Auto. Und da kommt mir die Autobahn gerade recht. Wir verhindern die Autobahn, du wirst es schon sehen. Dazu ist es zu spät. Fragt doch, wen ihr wollt. Sie alle werden ebenso antworten wie der Bürgermeister. Ja, mal sehen, vielleicht. Natürlich, ich kümmere mich drum. Ja, ja, ja. Ich fürchte, er hat recht. Und was machen wir? Ach, wenn ich das wüsste. In der folgenden Nacht schien der Vollmond. Noch spät an diesem Abend saßen die Regenbogenkinder zusammen und überlegten, wie sie das Regenbogenland retten konnten. Da flog plötzlich die Tür auf und die Stern- und die Hütchenwichte stürzten herein. Halt! Halt doch nicht alle auf einmal! Was ist denn los, ihr Wichte? Bitte nur einer. Weißwurbel, sag du mir, was los ist. Oje, oje, oje. Weißwurbel, raus damit. Wir haben Zauberkristalle gefunden. Ganz viele. So viele wie noch nie. In allen Farben. Oh, das war. Zauberkristalle? Oh, ihr habt endlich welche gefunden. Was für ein Glück. Aber gegen die Autobahn nützen sie auch nicht. Nein, das nicht. Aber wir können den Bäumen helfen. Den Zirkuskindern? Ja, denen. Jeder nimmt Kristalle mit, damit wir genug für sie haben. Kommt, sie werden sich freuen. Die Regenbogenkinder liefen mit den Stern- und Hütchenwichten zum Bergwerk, holten von dort Zauberkristalle und rannten zu den drei alten Bäumen. Die Zirkuskinder standen ganz still im Mondlicht. Sie bewegten kein einziges Blatt. Und sie schienen Regina und ihre Freunde überhaupt nicht zu sehen. Oje, oje, ist das unheimlich. Oh, nichts bewegt sich. Ihr braucht doch keine Angst zu haben. Rummel schläft und sonst gibt es niemanden, der uns etwas tun könnte. Habt ihr die Zauberkristalle? Ja, von mir aus kann es losgehen. Gut, dann werf die Kristalle. Oje, oje. Hört doch, die Bäume. Ah, was für eine Wohltat. Wie das kribbelt. Mir waren doch tatsächlich die Füße eingeschlafen. Die Wurzeln, meine ich. Oh, ich fühle mich mindestens 200 Jahre jünger. 200 Jahre? Oh, meine liebe Eiche, du solltest nicht so angeben. Und du, werte Fichte, solltest deinen grünen Schnabel halten. Oh. Als du deine Nase zum ersten Mal aus dem Erdboden gesteckt hast, war ich schon 300 Jahre alt. Ach, so sind die beiden. Seit ich sehen kann, zanken sie sich. Damit wirst du dich wohl abfinden müssen, liebe Buche. Bewegen können sie sich ja nicht. Sie müssen an diesem Platz bleiben. Und das missfällt mir sehr. Hier schmeckt das Grundwasser nach Öl. Aber erst seitdem dieser Grummel Grießkram in unserer Nähe haust. Warum gehen wir nicht einfach weg von hier? Weg? Aber das könnt ihr doch gar nicht. Das können wir nicht, Regina Regenbogen. Oh, oh, oh. Gib uns noch ein paar von deinen Zauberkristallen und du wirst sehen, was
können? Aber gern doch. Wir haben jetzt genug davon. Hier. Das gefällt mir. Jetzt Augen und Ohren auf. Das gibt es doch gar nicht. Doch, bei der Eiche auch. Oh, ein Wunder. Oh. Ich glaube, ich träume. Kneif mich doch mal. Zur Seite, liebe Freunde. Könnt ihr euch nicht treten? Wohin wollt ihr? Sag doch, wo wollt ihr hin? Ich wüsste schon, wohin. Gib uns noch ein paar Kristalle, bitte. Ja. Ja, gern. Ausgezeichnet. Danke. Und jetzt folgt mir. Das wird eine Überraschung. Ja. Regina schaute fassungslos zu. Die drei Bäume zogen ihre Wurzeln vollständig aus dem Boden und marschierten schwerfällig auf ihnen davon. Die Zauberkristalle gaben ihnen die Kraft dazu und deshalb streuten die Regenbogenkinder immer wieder welche aus. Die Bäume kamen natürlich nur sehr langsam voran und so erreichten sie erst am nächsten Morgen ihr Ziel. Ächzend und knarrend senkten sie ihre Wurzeln wieder ins Erdreich. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Seht doch mal, wer da kommt. Regina, ist das nicht der Bürgermeister? Ja, und bei ihm sind der Landvermesser und die Arbeiter, die gestern die Bäume gefällt haben. Guten Morgen, Regina. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Tja, was ist denn hier los? Wieso stehen denn diese drei Bäume am Eingang vom Glimmertal? Ja, das geht doch nicht. Hier soll doch die Autobahn gebaut werden. Tatsächlich? Guten Morgen, Grummelgrießkram. Das ist kein guter Morgen. Wieso stehen die Bäume da? Gestern standen sie hier noch nicht. Tja, also, das möchte ich auch gern wissen. Wo kommen die Bäume bloß her? Und wieso stehen sie genau da, wo die Autobahn gebaut werden soll? Wieso? Haben die Bäume kein Recht, hier zu stehen? Ja, schon, aber gestern waren sie noch nicht hier. Aber Grummelchen, wer sollte die Bäume denn hierher getragen haben? Sieh sie dir doch an, wie groß sie sind. Oder glaubst du, sie sind hierher gelaufen? Nein, das glaube ich nicht. Absägen! Sofort absägen! Das geht leider nicht. Wieso nicht? Hier mit der Säge. Ich fälle sie. Alle drei. Das darfst du nicht, weil sie unter Naturschutz stehen. So große Bäume dürfen nicht einfach abgesägt werden. Stimmt das, Herr Bürgermeister? Naja, natürlich, ja. Man muss natürlich... Also, ich meine, die Öffentlichkeit... Es gibt ja schließlich Gesetze, an die wir uns alle halten müssen. Ich meine... Aber wenn die Bäume stehen bleiben, können wir die Autobahn nicht weiterbauen. Jedenfalls nicht hier, wie geplant. Nein, das können wir nicht. Ich meine, ich fahre jetzt nach Hause. Ich muss dringend nach Hause. Schluss. Bürgermeister, hier geblieben. Wie bitte? Ach, Grummelgrießkram, da fällt mir ein, es hat sich jemand beschwert, weil Öl ins Grundwasser gekommen ist. Er hat deinen Namen erwähnt. Meinen Namen? Ja, wer Öl einfach wegschüttet, kann schwer bestraft werden. Das ist auch richtig so. Alle müssen schwer bestraft werden. Nur ich natürlich nicht. Ich nicht. Ja, bevor ich es vergesse, um Grommels Auto müssen wir uns auch kümmern. Na, das ist eine andere Geschichte. Wir haben es geschafft. Juhu. Die Autobahn wird nicht gebaut. Das Regenbogenland ist gerettet. Oh, seht doch mal, wer da kommt.
Ein Zirkus, das ist ja toll. Ach, ich werd nicht mehr. Ich glaube es nicht. Ein Zirkus. Er besucht uns hier. Ich habe mich so viele Jahre nach einem Zirkus gesehnt. Jetzt wird alles gut. Wir sorgen dafür, dass der Zirkus hier sein Zelt aufschlägt. Dann könnt ihr genau sehen, was im Zirkus geschieht. Oh, wie in alten Zeiten.